Hallo, Dino-Freunde. Ich mache heute mal mit der Facecam, falls ich die irgendwo unterkriege, wo es nicht stört. Ansonsten wundert euch nicht, dass ich nicht da bin. Wir haben letztens bei Level 47 aufgehört. Ich habe natürlich wieder heimlich ein bisschen gespielt. Aber wir machen jetzt bei ich bin schon auf 59. Es tut mir leid. Aber wir machen jetzt bei 48 weiter. War es wirklich 48? Ich glaube ja. Oh, der Stego ist gelevelt, genau. Und der Spitty ist gelevelt. Und der Raptor ist gelevelt. Also ich habe alles so ein bisschen gelevelt. Ich habe gestern irgendwie 45.000 Münzen gehabt. Da habe ich jetzt ordentlich gelevelt, muss ich zugeben. So, wir sind auf Level 48 offiziell und dann machen wir weiter. Natürlich sind meine Dinos jetzt ein bisschen stärker. Das heißt, die Level sind natürlich jetzt einfacher, als sie für mich waren. Ja, ich habe übrigens den Brocken habe ich weggemacht. Den Brocken finde ich tatsächlich sehr unpräzise zum Treffen. Deswegen habe ich lieber den Eisblock genommen, Eisschuss, weil damit kann man auch sehr gut die großen Endgegner einfrieren. Und das ist ganz, ganz oft Rettung in letzter Sekunde. Also mittlerweile sind das für mich so die guten Sachen. Ich denke, dass wenn man, warte, ich mach mal hier direkt zweimal, wenn man, sagt mal schnell, wenn man den Heilschuss, wenn man den nimmt, ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Aber ich muss mal hier, die muss ich mal als erstes weghaben. Also die, auch wenn das nur so Larrys sind, ne, also die sind ja recht schnell K.O., aber es sind halt wirklich Larrys und die will ich weghaben, weil die machen meine großen Dinos so schnell kaputt. Den werde ich jetzt auch hier einfrieren, den Typen. So, und jetzt werde ich hier schon meine Kombi starten, da ganz hinten. So, ein Raptor auch noch. Die kümmern sich auf jeden Fall ohne Probleme erstmal um die. Aber alles klar. Hier kommen 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Larrys. Ich nenne die einfach Larrys. Es sind wirklich, ich mag die überhaupt nicht. Die machen auch immer, finde ich, die meisten Probleme. Deswegen opfer ich tatsächlich hier, jetzt habe ich daneben geschmissen. Mein Tyrannosaurus Rex ist hin. Jetzt muss ich hier aber mich um die Hexe kümmern. So, damit die auf jeden Fall weg ist. Und da kommt schon der erste Endgegner, ich höre ihn. Na. Hier die Äpfel einsammeln, die sind wichtig. Noch ein Raptor hinterher. Da ist die liebe, gute Frau. Was kommt da hinten? Da kommen wieder welche mit Speeren. Da werde ich auf jeden Fall warten. Die werde ich kurz einfrieren. Oh, da ist ein Feuertyp. Gar nicht gut. Feuertyp ist auch heftig. Also, glaubt mir, das größte Problem sind tatsächlich diese ganzen... Ihr werdet sehen, wie schnell mein Dino jetzt kaputt ist. Das ging wahnsinnig schnell. Direkt einen neuen. Aber ich muss mich unbedingt um diese kümmern. Ja, sehr schön, sehr schön. So, da kommt schon die nächste. Ich höre sie schon. Die jodelt ja immer so. Da ist sie. Ich werde... Oh, zwei. Alles klar, zwei Stück. Ich glaube, das wird eine Folge mit nur einem Level, weil das Level dauert tatsächlich ein bisschen was. So. Oh, Backe. Ja, der wird jetzt direkt wieder sterben. Okay. Direkt mal ein bisschen Verstärkung von hinten schicken. So, da werde ich jetzt ordentlich. Und hier hinten erstmal die ganzen Larrys weg. Gut, sehr gut. So, die Larrys sind weg. Jetzt haben wir wirklich nur die schweren Geschütze. Die müssen wir aber auch ein bisschen bremsen. So, ein bisschen was Neues holen. Oh ja, oh, mein Dino ist sehr schnell tot. Aber da ist schon die erste Endboss-Frau, nennen wir sie mal, weg. Und ich habe ich habe nichts für den nächsten Tyrannosaurus Rex. Da habe ich schlecht, aber die ist auch weg und der ist auch weg. Ich glaube, das war's. Bingo, bongo, Level geschafft. Wie viel habe ich bekommen? Ja, 900 Münzen. Also es lohnt sich wirklich nicht, Level zu wiederholen. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon so ein kleines Fazit von dieser App geben.
Also gerade für Leute, die Geld investieren, es lohnt sich nicht, da diese App keinen Support hat. Ich habe also Videos gesehen, die sind schon irgendwie ein, zwei Jahre alt und da ging es auch nur bis Level 100. Also es werden hier keine Level nachgeliefert. Das heißt, wer Level 100 hat, der kann tatsächlich hier nichts mehr erreichen. Der kann hier nichts mehr machen. Man bekommt halt für die Level darunter, ja, man bekommt einfach so gut wie nichts mehr. Ihr seht ja, 900 Münzen, normalerweise bekommt man das Zehnfache. Es ist tatsächlich eine App, die spielt man durch und dann ist Ende. Finde ich ein bisschen schade. So ein Level-Design ist nicht schwer. Also es ist wirklich ziemlich kinderleicht. Man könnte sogar die Community-Levels gestalten lassen und einfach freigeben. Also wenn es hier so ein Level, wie nennt man das? Also Level-Tool geben würde, wo man selber das Level kreiert. Es ist wirklich nicht schwer. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass diese App hier keinen Support hat. Aber wir werden es durchspielen, wenn wir es schaffen. Und investiert einfach kein Geld in diese App. Kann ich nicht empfehlen, weil es nicht nachhaltig ist. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt jetzt links, rechts ein Video. In der Mitte könnt ihr die Ente, wollte ich sagen. Ich bin ja gar nicht die Ente. Doch, ich bin der Duck for Gaming. Könnt ihr Duck for Gaming abonnieren für mehr Stuff. Und auf Wiedersehen.